Hallo wieder mal, schön, dass du wieder eingeschaltet hast auf eine neue Runde Mad Max mit deinem Lieblingspfäsel. Ach, wir stürmen gerade das erste Lager des Gegners. Wir haben ein paar Vogelscheuchen zuletzt vernichtet, indem wir sie einfach mit der Harpune umgezogen haben, also niedergerissen haben, oder wir haben sie mit dem Auto umgefahren. Aber ich bevorzuge die Harpune, weil das Auto kriegt da noch ein bisschen Schaden ab dabei, wenn man es eben so rammt. Muss man immer ein bisschen kategorisieren. Ja, wir sind jetzt mittendrin und wir haben da ganz am Ende vom letzten Part den Warcrier gefunden. Das ist einfach ein Typ, der an einem Kran hängt, in der Mitte von einem Platz. Und dann sieht man da hinterm Schild. Der halt eben die Leute rundherum alarmiert. Sobald er ansiegt oder sobald du in seine Nähe kommst. Der macht nichts anderes. Der sitzt einfach nur oder hängt einfach nur am Kran und trommelt dann da drauf um alles. Ich finde die Idee so geil. Auf das musst du mal kümmern. Schau, schau wie geil. Weg. Oh, da muss man ein bisschen aufpassen. Verdammt. Okay, jetzt sind sie wirklich stärker. Muss man echt schnell sein. Schwerer Schlag, schöne Aufnahme. Indem du die Winde am Fuß des Kranz zerstörst oder mit der Schrotflinte abschießt. Eigentlich eh ganz logisch, das hatte ich auch vorgehabt. Das war der Eifer des Gefechts, nimm's nicht persönlich. Ja. The Black One Black is gone. They left nothing. Ach, hier. Genau, da haben sie ja sein Auto ausgeschlachtet. Diese Schweine. Historisches Relikt, unser Foto. Das kennt man ganz am Anfang, wenn man das Spiel startet, sieht man, dass er das Foto drin hat von seiner Familie. Max, we miss you, come back soon. Muss man nicht übersetzen, aber ich wollte es mal getan haben. Will I ever come back? Gotta get to that pump and destroy it. So, da ist eine Tür. Na komm her. Komm runter da. Verdammt. Stöhlt endlich einmal. Okay, Messer können wir echt nur einmal einsetzen. Boah, ist das laut, alter Schwede! Ist aber Schrott, dann mal heilen. Sonst nichts, okay. Zerstöre alle Skrotus-Insignien, um das zusätzliche Lagerziel abzuschließen. Ja, gerne. Wasser. Wasser nehme ich gerne. Voll machen. Ich hoffe, dass die sich irgendwann auch wieder füllen, muss ich zugeben.
da. Schau, wie es herumgewirbelt wird. Das ist richtig geil gemacht. Gibt es da vielleicht noch so ein Insignia? Ja. Etwas ruhiger. Angenehm. Und was, wo, wer? Das kommt mir gong an. Ich gebe zu, es macht mir gerade Spaß. Ach, noch so eine Insignie, die ich natürlich nicht kaputt mache. Doch. Ach, da ist Öl. Kann ich die irgendwie vernichten? Nein. Da muss er gegenschießen. Super. Ach, und da ist er. Da ist Patrone. Deswegen schauen wir mal da die, eben den Ölfilm und so weiter an. Ich verdrück mir jedes Mal. Zult er automatisch an. Sag Glück gehabt, dass nicht rundherum aus in die Luft fliegt. Aber das ist nicht unser Problem, wir brauchen das Öl nur, damit unser Lieblingsfahrzeug, unser neues, lebt. What do you want? Time is built to this, Wanderer. Your path, however crooked, has led you straight to here. Our work, yours and mine, must soon commence. Mann, den Typen kenne ich aus dem Film. Das ist der, das ist ein Wanderer, der im allerersten Mad Max Teil. Ich glaube, der heißt Donnerkuppel oder so. Na, Donnerkuppel ist glaube ich der zweite. Egal. Der taucht ganz am Anfang auf und der hilft Mad Max eben seine Mission zu erfüllen. Das ist genau der. Ein total zwielichtiger Typ, muss man sagen. Aber, ja, okay, gibt Schlimmeres. Finde ich cool, dass sie den da eingebaut haben. Ich habe ihn an der Brüllen erkannt, was total schmächtig und so. Und eben in Lumpen gehüllt und eben die geile Schweißerbrüllen auf. Och, Wut. Cool. Während Max im Bodenkampf aktiv ist, baut er Wut auf. Wenn er genug Wut angesammelt, wechselt Max in den Wutmodus. In dem alle seine Schläge noch stärker sind. Max bleibt im Wutmodus, bis die Anzeige geleert ist, beziehungsweise bis alle Feinde in ihr besiegt sind. Wut freigeschaltet. I got Wut. Hallo? Dem Organ muss schließen. Ach, verdruckt. Also mittendrin ist ein bisschen blöd. Boah, wo ist der jetzt hergekommen? Au. Also man ist dritt unverwundbar. Nein, ist man nicht. Ich gebe zu, das Rucklige war jetzt gerade etwas nervig. Etwas, so ganz geringfügig. Aber egal,
Verbesserte Munitionsgürtel mit Max Inventar, mehr Platz für Messer sowie Munition für Schrotflinten und Snapper-Gewehre hat. Kreisende Vögel sind oft ein Indiz dafür, dass sich Nahrung unter ihnen befindet. Denk daran, Gunpunkers Reparaturgeschwindigkeit zu erhöhen. Ja, da geht er gerade weg. Einmal das, da müssen wir wahrscheinlich, weil ich keine Munition habe, da hinten auch noch kurz die Insignie darunter schießen. Würde mich interessieren, was da passiert, wenn wir alle Insignien vernichtet haben. So, jetzt kommt wieder unser Lieblings-Henny. What do you want? Time has built to this, Wanderer. Your path, however crooked, has led you straight to here. Our work, yours and mine, must soon commence. Come find me when your spirit is ready. So, kennen wir ja schon. Und dann geht er weg. Mal kurz zum Testen. Licht funktioniert. Brauchen wir aber effektiv nicht. Ich weiß nicht, noch nicht. Wird später sicher noch etwas kommen. So. Schön. Ah, schmerzhaft. Boah, geiler Move. Aber ich gebe zu, es verleitet an, nur starke Schläge zu machen. Na, komm her, komm her. So, dreht halt mal zu. Geht doch. Destroy the pump. Make it so that there's no reason for them to come back. Schrottpatrone, super. Was in ein Treibstoff kann das da hochjagst? Ja, okay, passt. Treibstoff? Treibstoff, da kommen wir irgendwie rein. Also beim Faustkampf, der Faustkampf macht echt Spaß, aber er ist schwierig. Vor allem im Wutmodus, da ist man echt dazu verleitet, dass man nur noch starke Schläge macht, weil alles ein bisschen in Zeitlupe geht. Aber die Gegner trifft man ja trotzdem und es macht dann trotzdem noch richtig Schaden. Da kommt man natürlich nicht hoch. Da ist noch seine Insignie, schaut mal. Mal eine Kleinigkeit trinken, wo ist Gott Sieg? So viel brauchen wir nicht. So, Insignien haben wir geschafft. Oh, Schrott. Wir haben 6 von 10 Schrott gefunden. Wo ist der Rest? Oder oben können wir uns wieder abseilen. Abseilen down. Kennt ihr sicher? Oh, Schrott. Also, falls sich jemand fragt, ob ich wirklich einen 100% Run machen will. Wenn ich etwas echt nicht finde, dann finde ich es nicht. Und ich werde mir unwahrscheinlich auf den Weg machen, dass ich jetzt extra alles suchen werde. Mal schauen. Spontan habe ich keinen Bock dazu, einen 100% Run zu machen.
Aber vor allem, jetzt muss ich erstmal so Sprit finden. Wo gibt's da? Oh, eine Tür. Für Storage. One can will do the trick. Ja, das ist mal offen. Und wir kommen nicht rein. Doch jetzt. Na komm, mach auf. Dum, 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 dum. Schau, wie das Öl aussprudelt. Das wollte ich kurz sagen. Geh weiter weg. Hallo, da ist Öl. Der Sog. Ölpumpen zerstört. Das Lager ist nun von Verbündeten besetzt und wird regelmäßig Schrottlieferungen beisteuern. Sixt, brauchen wir gar nicht alles suchen. Wir haben nicht allen Schrott gefunden, aber schon okay. Für die Hauptziele für ein Lager ab. Verfügt über keine Truppen mehr in diesem Hochheitsgebiet. Straßengleit. Was? Stufenaufstieg. Was? Hä? Okay. Don't know what that mean. Ihr könnt noch den anderen Weg gehen. Weil anscheinend sind wir nämlich richtig gegangen. Da hätten wir wahrscheinlich den restlichen Schrott gefunden. Aber jetzt erstmal zurück. Erstmal ein bisschen Story. Da geht's auch noch. Da ist auch noch Schrott, schau. Schrott. 200, fast 270 Stück Schrott. There's something they're doing before we turn back. But we've got all we need. Why stall our work on the Magnum Opus? It's not for you to understand. I see. You have your secret reasons. I'll follow you, because I think fate favors old chum. Da hat er in gewisser Weise recht, weil er ist unser Mechaniker. Er repariert die ganze Zeit unser Auto. If you have to wander solo, please take this flare. When you need old chum, point skywards and fire. Okay. Stay with the car. I do this alone. Well, never mind, old Chumbucket. Chumbucket, no. Never mind. Never mind, old Blackfinger. Egal. His sacred quest. Because they're all holy missions and one of our whales. Papers, private state on your very own. Ich mag den Typen einfach, den Chumbucket, unser Mechaniker, der ist einfach cool. Schau mal. Da könnte man doch eigentlich einfach rausfahren, oder? Nur warum sollte man? Warte mal, Karten. Chums Versteck. Und gleich dahinter geht's dann eh los. Schau mal die. Schau doch mal die Karten an! Guest Town da oben. Die Dunes. Hey, wir wollen jetzt die ganze Zeit nur in dem anderen Kartenteil da herunten. Das ist die große Weiße. Tote Leere. Ist das geil. Der Hund ist ja riesig. Also ja, wir werden auf jeden Fall noch da in die Wüste reinfahren. Wir werden noch genug Platz haben zum Austoben. Ich frage mich nur gerade, woher er weiß, dass der Fremde da heroben sein wird. Shifter of sands, letter of blood, remnants of a ruined past. You say you seek the plains of silence, but do you not wander them right now? The remains of your life, a perpetual flight, an escape from all that is human, until one day, the plains of silence end, and you begin. You've purpose in this life, my friend, although you fear to dream it. But pain will come, much more pain. Before this purpose to you is made,
manifest. You know nothing of me. Look behind you. At June after June of drifting. Half-forgotten terrors. You flee them always. These past phantoms. And the madness that crawls inside. You've come to Griffith for a reason. Deep inside. Twisted around horrors from which you run lies your strength. Griffith can help. Help you venture down to where you daren't go yourself. And lay bare your true promise. Okay, Grieferzeichen. Löse bei Grieferzeichen ein, um Max-Fähigkeiten zu verbessern. Okay, wir haben drei Zeichen. Ich weiß gerade nicht, wo wir die her haben. Ah, muss ich gedruckt halten, okay. Lebensstufe zu erhöhen. Mehr Wasser von Wasserquellen zu erhalten, das ist eigentlich nicht schlecht. Willenskraft erhöht die Fähigkeit, beim Plündern mehr Schrott zu erhalten. Weniger Treibstoff zu verbrauchen, das ist gut. Vor allem wir verbrauchen dann weniger Treibstoff. Das ist später sicher. Mehr Schaden zu ertragen durch Erhöhung seiner Gesundheit. Was? Also Legendenstufen. Hä? Check ich gerade nicht. Stoffenbau durch Nahrung mehr Gesundheit zu erhalten. Waffen länger zu benutzen, bevor sie zerbrechen. Das nehme ich gern. Mehr Munition. Länger im Wutmodus. Durch Waffen mehr Schaden zu verursachen. Mir reicht aber immer, wenn sie einfach mal ein bisschen länger halten. Bei Plündern mehr Schrott. Lieber mehr Wasser. Gesundheit? Ist beides irgendwie langlebig? Machen wir erstmal Gesundheit. Unser Wagen verbraucht noch nicht so viel. Später mit dem V8, glaube ich, werden wir richtig viel Sprit brauchen. Ha, alles rückgängig machen brauchen wir nicht. Bestätigen. Weil ich am Anfang gesagt habe, der Typ ist so wie aus dem Film. Er schaut nur so aus. Der im Film hat er nicht so. Hat er zwar die gleichen Klamotten, aber nicht so. So eine Wahrsager-Charakteristik. Eher mehr so ein Plünderer. Plünderer und Streuner. So in der Richtung. Machst du jetzt was? Achso, ihr was machen müssen. Okay. Die Zeichen, indem du Herausforderungen absolvierst. Ah, okay, passt. Gern.